ist ein Schweinchen. Glaubst du, dass es dieser Kang auch auf diesen Ort abgesehen hat? Natürlich. Wenn wir Claw erwischen, können wir ihn vielleicht dazu überreden. Was zur... Wo sind wir? Ein riesiger Panther aus Stein mitten in der Stadt. Ich tippe auf Wakanda. Das komische Portal hat uns also nach Wakanda gebracht. Hey, vielleicht begegnet uns ja... Moment, seht mal, da ist Claw. Ich überspringe es einfach, gebe zu diesen drei. Dann hat Wakanda anscheinend auch eine dieser Barrieren bekommen. Ja, dann fehlt dir die Story. Ja. Oh je, diese Tür sieht aber sehr robust aus. Meint ihr, wir kriegen die kaputt? Warum steht da ein Ägypter? Ich bin zwar stark, aber eine massive Vibranium-Tür zerschmettern? Schade, ich hätte gerne beim Zerschmettern zugeschaut. Kann man nachlesen, geht schneller. Das ist wahr. Ohne Fleiß kein Vibranium. Wie geht es dir? Oh, mir geht's wunderbar, danke. Hast du die Karte gesehen? Oh, okay. Ich hätte gern die Karte. Okay, die kann ich theoretisch auch später noch suchen, aber ich hätte jetzt gerne die Karte. Oh. Gefunden. Nee. Wir waren noch um einiges weiter. Das war nach unserer ersten Session. Das letzte Level quasi. Das letzte Level, das wir gespielt haben. Ja, man kann ja mal gucken. Ich bin jetzt bei 5,6%. Wir haben bereits 20% gehabt. Also sind wir schon eine ganze Ecke weiter gewesen. Das letzte Level war irgendwo im Wilden Westen. Ja. Oh. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass wir uns hier heimlich still und leise reinschleichen können. Tut mir leid. Hier gibt es nur jede Menge Computerkram. Computerkram, sagst du? Na, das ist doch was für mich. Ja. Dann machen wir das oben rum. Geht ja auch. So. Und schon sind wir drin. In Ordnung. Jetzt können wir Claw einholen. Nichts wie los. Let's go. Ehrlich, der neue Bösewicht Kang behauptet, Manhattan gestohlen und es mit weiteren Gebieten, die er in Zeit und Raum erobert hat, verbunden zu haben. Im Zentrum dieser Zeitstadt oder Chronopolis ist Kangs Zitadelle und die ist wohl außerhalb der Zeit. Kang behauptet auch, dass wir unmöglich aus dem Big Apple fliehen können. Meine Quellen sagen aber, dass einige Superschurken der Erde Manhattan verlassen haben. Ein typisches Beispiel ist der ruchlose Claw. Dieser Schallhalunke wurde gesehen, wie er Manhattan verlassen hat. Wohin, wer weiß. Notiz an mich selbst. Chronopolis als Marke eintragen und Geld scheffeln. Mein
Ein Spinnensinn meldet sich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Du meinst außer, dass man vom vakantischen Dschungel aus bequem nach Downtown Manhattan radeln kann? Avengers? Ich bin es, Black Panther. Herrscher von Wakanda. Es ist gut, euch zu sehen, Freunde. Verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Erschreckt? Mich? Nee. Ich störe ja nur ungern, aber Claw hat bestimmt schon den halben Dschungel durchquert. Claw, auch ich verfolge diesen Schurken. Wir sind ihm bis hierher gefolgt. Kannst du das öffnen? Sicher. Danke für die Warnung, Tiddles. Dance off! Ach, komm schon. Mit der Katze hätte ich sein können. Was wollen Claw und sein affiger Kumpel mit all dem Vibranium? Kommt, lasst uns das herausfinden. Wie sollen wir denn da reinkommen? Diese Türen kriegt niemand auf. Nicht einmal durchrennen. Nicht ganz. Der Sprengstoff in diesen Loren ist aus den Vibraniumminen. Damit kriegen wir die Tür auf. Dann müssen wir bloß so ein Ding den ganzen Weg nach oben schieben? Super. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Auch der Black Panther stößt wohl irgendwann an seine Grenzen. Quatsch. Geld. Geld. Vergesst eure Sicherheitshüte nicht. Ey, hast du einen Hitzestrahl? Da ist doch bestimmt jede Menge. Okay. Hey, die können wir benutzen, um rüberzukommen. Passt auf, dass ihr nicht stolpert. Es wäre ein tiefer Sturz. Bis ganz nach unten dauert es eine halbe Ewigkeit. Steckt fest. Wir müssen Quatsch. Das Zeug irgendwie wegräumen. Seht euch um. Wenn man mit offenem Blick durch die Welt geht, findet sich für alles eine Lösung. Das ist ja so lehrreich. Du solltest deine Sprüche auf Poster drucken lassen. Oder alternativ zerstört alles und guckt, was übrig bleibt. Holt mich hier raus. Ja, das ist, ja. Das ist recht zynisch, da hast du recht.
schlecht. Obwohl es original verpackt wahrscheinlich mehr wert gewesen wäre. Ich habe eine Karte eingesammelt. Okay. Lass dich nicht stören. Ich bin nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Alles klar. Oh, schade, ich dachte, das würde jetzt was bringen, wenn man die hochhebt. Ah. Vielleicht doch, ich möchte wissen, ob in dieser Kiste da was drin ist. Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Wow, die Technik hier drin ist faszinierend. Allerdings, dank des Vibraniums, das wir hier abbauen, ist unsere Technik der euren weit voraus. Das ist ja unglaublich. Bietet ihr eigentlich Sommerkurse oder so etwas an? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und manchmal auch cooles Zeug wie das hier. Ja. Schön, ne? Ja, wunderschön. Komm, versuch du mal. Oh. Ich brauche Hilfe. Superhilfe. Ja, sorry, Stanley, aber nicht jetzt. Okay, was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Alles klar. Superstar. Warum lande ich nur immer wieder in der... Tja. Stan, das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist wahr. Im freien Spiel hole ich dich daraus, versprochen. Die fehlenden Gleisstücke sind also da drin? Geschmolzenes Vibranium. Wir müssen vorsichtig sein, das ist wirklich sehr heiß. Hey, genau wie ich. Sehen wir uns mal um. Wir müssen den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei, alles klar.